Herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag 24. Ja, da ist am Freitag so manch einer kalt erwischt worden. Im Vortag vor dem EU-Referendum in Großbritannien ist so manch einer schon long eingestiegen, hatte darauf spekuliert, dass sich das Ganze im Wohlgefallen auflösen wird. Das Gegenteil war der Fall. Die Menschen in Großbritannien haben, so wie wir wissen, dagegen gestimmt, gegen den Verbleib in der EU. Und dementsprechend heftig waren die Reaktionen im DAX, vorbörslich teilweise bis minus 11%. Am Ende des Tages hat sich das Ganze eingependelt auf ein Minus von 6,8%. Schlusskurs am Freitag 9.557 Zähler. Also die Anleger im DAX, die schienen dann doch recht orientierungslos zu sein. Viel spannender als die Tatsache, dass die Menschen mit Nein gestimmt haben zum Verbleib in der EU, fand ich allerdings die Reaktion der Spitzenpolitiker auf EU-Basis. Denn wenn diese von Journalisten dann im Laufe des Tages gefragt worden sind, wie soll es denn jetzt weitergehen mit der EU, wie sich diese denn die EU für die Zukunft vorstellen im Sinne der Bürger, ja, dann gab es viele Fragezeichen in den Gesichtern. So richtig klare Antworten hat es nicht gegeben, viel Geschwafel, viel drumherum geredet. Also die Politiker wissen selber nicht, was sie mit der EU im Sinne der Bürger an der Zukunft anfangen wollen. Hätten wir gefragt, was wollt ihr denn im Sinne der Banken und der Großkonzerne? Wir hätten viele tolle Antworten bekommen, aber im Sinne der Bürger, da ist man dann in der Tat dann doch eher sprachlos. Und warum sollen die Menschen für eine EU stimmen, wenn selbst die Politiker nicht wissen, was sie mit dieser EU im Sinne der Bürger in der Zukunft eigentlich anfangen wollen, wo sie damit hinwollen? Mehr als 1000 Worte, so sagt es ein Sprichwort, sagt ein Bild. Und deswegen suchen wir Orientierung momentan so ein bisschen im DAX. Und das machen wir jetzt anhand des Chartbildes, und zwar des Monatschart im DAX. Und wir sehen hier zunächst erstmal, und das ist vielleicht ganz ausschlaggebend, dass wir den letzten starken Aufwärtsimpuls nach oben hier hatten in der Zeit von Oktober 2014 bis April 2015. Da ging es rauf auf 12.390 Zähler und dann sukzessive hier sind wir zurückgekommen. Wir haben nämlich hier Korrektur bekommen und diese Korrektur, die hat sich hier ausgebildet in Form eines Abwärtstrendes. Die spannende Frage, die ich momentan noch so ein bisschen mir hier stelle für den Juni, ist die Frage, ob wir unter 9.830 Zähler auf Monatsbasis schließen werden. Dann könnte es ein bisschen hibbeliger und kritischer werden, aber die wichtigste Marke hier nach unten, die ist erstmal hier die bei 8.354 Zähler. Sollten wir hier per Monat Schlusskursbasis nachhaltig heftig nach unten durchrauschen, dann weitere Unterstützung bei 7.500 bis 7.600 Zähler. Da hätten wir dann auch die Aufwärtstrendlinie, die längerfristige, die uns dann noch so ein bisschen helfen und retten könnten. Also ganz so schlimm sieht es also im DAX momentan gar nicht aus. Schauen wir noch kurzfristig in den Wochenchart. Auch hier sehen wir jetzt die Kerze von der abgelaufenen Handelswoche, diese heftigen Schwankungen, die wir dort bekommen haben, also die Orientierungslosigkeit, die wir momentan haben. Positiv finde ich im Moment noch, dass wir hier auch per Wochenschlusskursbasis nicht unter die 9.481 Zähler gefallen sind. Der 200er Durchschnitt, der stützt hier noch so ein bisschen bei 9.428 Zähler. Es ist durchaus möglich, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir momentan eher politische Börsen haben, dann doch noch mal ein bisschen heftiger schwanken. Da müssen wir das Ganze mal so ein bisschen eingrenzen im Moment. 10.485 auf der Oberseite als Widerstand, 10.748 Zähler im weiteren Verlauf. Sollten wir hier per Wochenschlusskursbasis dann aber nach oben durchrauschen, dann haben wir vielleicht ein bisschen eine Chance, dass wir Luft nach oben kriegen, wieder in Richtung 11.430 Zähler auf der Unterseite. Die nächste wichtige Unterstützung schon mal hier bei 8.903 Zähler und dann, wie besprochen, hier auf der Unterseite 8.354 als wirklich das absolute wichtige Unterstützungsziel. Und wenn die Börsen so volatil sind und so stark hin und her schwanken, gerade bei politischen Börsen, dann können wir doch noch mal was von den Engländern lernen, denn dann heißt es oftmals abwarten und Tee trinken. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, positiven Start in die neue Handelswoche. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.